Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Geheimakt 2 Puritas Cordis. Heute geht es weiter. Wir sind aktuell hier in der Ausnüchterungszelle und ich würde sagen, wir haben uns zwar letztes Mal schon ein klein bisschen kurz umgeschaut hier, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal hier alles Stück für Stück durch. Und zwar hier ist direkt unser Ziel hier im Gefängnis, weil... Achso, wir können gar nicht mehr auf die Map gucken. Okay, dann nicht. Einer der Steine aus dem Mosaik mit einem stilisierten schwarzen König drauf. Ja, das geht aber. Den kriege ich nicht einfach so aus der Wand. Ja, das Problem ist, da wir Ausnüchterung, also hier in der Ausnüchterung sind, haben die uns natürlich alles weggenommen. Weil nicht, dass wir uns noch verletzen oder solches. Dahinter befindet sich mein Zellennachbar. Ja, den haben wir letztes Mal ja auch schon gehört. Der scheint ja besonders freundlich zu sein. Soll ich jemandem Grüße von Ihnen bestellen, wenn ich wieder draußen bin? Nein, danke. Aber wenn Sie Langeweile haben sollten, dann schauen Sie doch mal wieder vorbei. Lieber nicht, danke. Kleiderhaken. Ich frag mich nur, wer in einer so dreckigen Zelle freiwillig irgendwas ausziehen würde. Ja, vielleicht nicht so hundertprozentig freiwillig hier bei den Polizisten. Nur mal so als Denkanstoß. Die sind fest in der Wand verankert. Ja, dann haben wir natürlich nicht wirklich eine Chance. Ein einfacher Holzstuhl. Wir haben schon einmal in Geheimakte Tunguska einfach so einem Stuhl ein Bein geklaut. Können wir das wieder? Im Stehen kann ich deutlich besser nachdenken. Nein, du sollst ihm ein Bein abschrauben oder ab. Wobei, das schaut nicht so aus wie ein Stuhl, wo man ein Bein entfernen könnte. Gebe ich zu. Da ist ein großes Loch drin. Das Resultat intensiver Nutzung oder doch eher von exzessiver Gewalt? In der Ausnüchterungszelle... eher zweiteres, würde ich sagen. Da ist ein... Ja gut, ein Loch ist drin. Das müssen wir vielleicht irgendwie stopfen. Das hier oben ist nichts, ah? Hier ist unser Weg nach draußen. Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal im Gefängnis sitzen würde. Und dann auch noch freiwillig. Leider fehlt mir der nette Soldat vom Bahnhof in Moskau, den ich aus meinem letzten Abenteuer kenne. Der hätte die Gitterstäbe bestimmt locker auseinanderbiegen können. Ah ja, stimmt. Der hat uns ja auch die Stange, die Metallstange verbogen. Ich erinnere mich. Zwei urgemütliche Pritschen. Zumindest scheinen es die ganzen Maden, Asseln und Käfer urgemütlich zu finden. Alter, leck mich am Arsch. So müde kann ich gar nicht sein, dass ich mich da drauflegen würde. Dann lieber auf dem Stuhl schlafen. Zwei Uhr gemütlich, so müde. Okay. Können wir hier vielleicht wieder raus? Mir geht's wieder gut. Was ist los? Ach, schon gut. Ich sollte erstmal dafür sorgen, dass ich den Stein bekomme, bevor ich mir Gedanken darüber mache, wie ich mich von hier wieder verdrücken kann. Stimmt, aber was... Moment, ist das... Oh, hinter dem Ball lag was. Ein Löffel aus Blech? Oh, Moment. Den können wir doch sicher nutzen, um den Stein rauszukriegen. Ein Löffel... Und zwar so. Das geht tatsächlich sehr schön. Gar nicht so schwer. Ich meine, wir haben auch begrenzt... Hey, Sie werden auch nicht etwa versuchen, aus der Zelle auszubrechen, oder? Ich? Nein, nein, so etwas würde ich doch nie tun. Gut, dann will ich mal hoffen, dass ich in Zukunft kein Kratzen und Schaben mehr hören werde. Dammit. Das ist jetzt nicht so toll. Können wir? Nee, ich dachte, wir können den Ball da drüber legen und dadurch... ja, Problem. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Den Ball da aufhängen wird nichts bringen. Hinsetzen wollen wir uns nicht nochmal mit dem Hallo? Reden. Hallo? Sind Sie da? Ja, Sie haben Glück, dass Sie mich noch erwischen. Ich wollte gerade einkaufen gehen. Sehr lustig. Stimmt. Könnten Sie mir eventuell einen Gefallen tun und nochmal ein bisschen Mundharmonika spielen? Wollen Sie etwa meine musikalische Höchstleistung dazu benutzen, ungestört an Ihrer Wand rumzukratzen? Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Na prima. Da habe ich endlich mal etwas Gesellschaft und schon will sich diese wieder vom Acker machen. Tut mir leid, aber ich habe wirklich wichtige Sachen zu erledigen. Schon gut. Aber machen Sie mir wenigstens vorher noch eine kleine Freude und lösen Sie ein Rätsel. Sie müssen wissen, Rätsel sind mein Lieblingshobby. Oh. Muss das sein? Oh. Ja.
Na gut, dann schießen Sie mal los. Ich denke an eine dreistellige Zahl. Sie müssen erraten, an welche. Keine Sorge, ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal, wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Die zweite Ziffer ist ganz einfach. Sie halten Sie gefangen. In Frage kommen nur ungerade Ziffern, die größer als 1 sind. Und schließlich die letzte Ziffer, welche definitiv gerade und ebenfalls in Ihrer Zelle zu finden ist. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Aber sonst geht's prima, oder? Ja, danke. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie glauben, die Antwort zu wissen. Bitte was? Alter, da löse ich doch lieber nochmal so ein Rätsel wie in Indonesien. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antworten auf Ihre Was? Rätsel. Was? Nein. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Das Rätsel war, schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Wie lautet die erste Ziffer? Ich habe eine Idee. Wir haben einen blauen Stein, wir haben zwei Betten, wir haben drei Häken und vier Beine am Stuhl, also würde ich sagen 5. Weil das Gekritzel da an der Wand Free Willy et Mara? Mama oder sowas? Keine Ahnung. Ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber... Wir haben 1, 2, 3 und 4, aber 5 wüsste ich jetzt nicht. Moment, 5 Ecken, Moment. Ich muss unsere Plauderei leider kurz unterbrechen, die Asseln rufen. Kein Problem, richten Sie schöne Grüße aus. Leck mich. Dies hat doch 5 Ecken, der Ball. 5 Ecken. Einer der Steine, sagt sie sogar. Ein einfacher Holzstuhl. Kleiderhaken. Also ich hoffe mal, dass es 5 ist mit meiner Logik. Ein Stein, 3 Häken, 4 Beine, 2 Betten oder Pritschen. Aber was 5 sehe ich nicht. Geh irgendwo hin. Ich wollte schauen, ob der noch ein Tattoo mit einer 5 hat. Nein. Ich sehe das sowieso kaum, was das sein soll. Hat der 2 Bauchnebel? Oder ist das ein Gürtel? Keine Ahnung. Hallo? Na, da bin ich aber mal gespannt. 1 und 5 nicht finden. Ich sehe 1, ich sehe 3, ich sehe 4, ich sehe 2, aber 5 sehe ich nicht. 5? Und wie lautet die zweite Ziffer? Das Rätsel war ganz einfach. Sie halten sie gefangen. Sie halten sie gefangen. Sie halten sie gefangen. Warum halten wir 3 gefangen? 9, wie hält mich... Moment, hä? Sie halten sie gefangen. Hä? Wie hält mich 3 gefangen? 5... 3, 5, 7, 9... Vielleicht ist es was nur im Englischen funktioniert? Nein. Ich hoffe einfach mal nicht, dass das nur im Englischen funktioniert. Was hält mich denn gefangen? Eine Tür. Die Polizeistation, das Gefängnis. Free Willy at Mama. Hä? Liberté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil Liberté hier relativ deutlich steht und 7 Buchstaben hat. Und hält sie gefangen. Die Freiheit? Vielleicht? Weil hier steht Liberté. Ist nur so ein Tipp. 7? Und jetzt noch die letzte Ziffer. Des Rätsels Lösung ließ sich ebenfalls in ihrer Zelle finden. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen.
Hä? Alle. Moment, alle können darauf stehen, aber nicht alle mit. Alle können drauf stehen, aber nicht alle gehen. Stühle? Ein Stuhl? Also vier? Aber auf einem Stuhl kann man stehen, ja, aber warum, wie können nicht alle damit gehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Auf einem Bett kann man auch nicht gehen. Auf einem Kleiderhaken kann man auch nicht gehen. Die Gitterstäbe hier oben. Vielleicht. Nein, die Gitterstäbe ist das, was mich gefangen halten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Gitterstäbe sind das, was mich gefangen halten. Damn it! Ich denke mir, das ist so prominent da oben. Das muss eine Bedeutung haben, aber ich verstehe das mit dem Stehen und Gehen überhaupt irgendwie gar nicht. Hä? Alle können stehen, aber nicht alle gehen? Bitte was? Ich habe null Plan. Keine Ahnung. Ich muss unsere Plauderei. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das hier ist definitiv 9. Die erste bin ich mir relativ sicher, dass 5 ist. Sonst alle können darauf stehen, aber nicht alle gehen. Habe ich hier noch was zu untersuchen? Nein, untersuchbar ist sonst nichts. Alle können darauf stehen, aber nicht alle gehen. Da ist ein großes Loch drin. Alle können darauf stehen, aber nicht alle können gehen. Kleiderhaken. Wie kann man vom Kleiderhaken... Alle können stehen, darauf stehen. Darauf stehen vor allen Dingen. Oder im Moment drauf stehen. Auf... Hä? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nein, eigentlich nicht. Muss ich noch irgendwas miteinander verwenden, damit es irgendwie Sinn ergibt? Weil ich verstehe nicht, was es mit dem Ball auf sich hat. Hä? I don't get it. Das letzte verstehe ich irgendwie so gar nicht. Im Stehen kann ich deutlich besser nachdenken. Alle können darauf stehen, aber... Wie kann man denn mit einem Stuhl gehen? Aber nicht alle darauf gehen. Soll das Rollstuhl? Meinen die einen Rollstuhl? Dann wäre die Lösung 4 wegen den 4 Beinen. Dann wäre aber sowohl im ersten als auch im letzten Rätsel drinnen, was ich irgendwie nicht so ganz für realistisch erachte, aber... Sonst verstehe ich... I don't get it, Moment. Hallo? Sind Sie... Vielleicht... Ich glaube... Okay. Bin ich aber mal gespannt. Die erste, Dammit, nicht schon wieder, wie schon einmal. Die erste werde ich nicht finden. Das muss 5 sein. Wir haben einen prominenten Stein. Wir haben 4 Beine, 3 Dinger, 2 Pritschen. Aber wir haben... absolut gar nichts, was mit der Zahl 5 zu tun hat. Außer die 5 Ecke auf dem Ball. Aber da... dann, aber wenn du diese Logik anwendest, haben wir auch nicht einen Stein, sondern hier ein Viereck. Also, ich glaube 5. Und wie lautet die zweite Ziffer? Das Rätsel war ganz einfach. Sie halten sie gefangen. Ja, sie halten mich gefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gitterstäbe. 9. Und jetzt noch die letzte Ziffer. Des Rätsels Lösung ließ sich ebenfalls in ihrer Zelle finden. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Alle können darauf stehen. Vier, zwei, sechs. Wie können alle auf... Können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Also es könnten jetzt 2 Beine gemeint sein, weil... Aber wie können alle auf 2 Beinen stehen, aber nicht auf 2 Beinen gehen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Ich würde 4 sagen, wegen den 4 Beinen von dem Stuhl und weil Nina auch noch gesagt hat, im Stehen kann ich besser denken. Ist nur so ein Tipp. 4? Knapp daneben ist auch vorbei. Aber keine Sorge, ich gebe Ihnen noch eine weitere Chance. Leck mich am Arsch, ich verstehe das nicht. Also die ersten beiden sind safe richtig. Aber ich verstehe nicht, wie alle darauf stehen, aber nicht alle darauf gehen können. Alle können auf 2... auf 8. Wie können alle auf 8 stehen? Wie können alle auf 6 stehen, auf 6 nicht? I don't get it. Ich glaube, ich weiß jetzt. Okay, 5, 9. Und das verstehe ich halt jetzt nicht. Alle können darauf stehen, aber nicht alle darauf gehen. Vielleicht auf 2 Beinen, aber das ist irgendwie ein bisschen dumm, meiner Ansicht nach. Weil warum können alle auf 2 Beinen stehen, aber nicht auf 2 Beinen gehen? Oder meint der jetzt Tiere? So dass alle Tiere auf nur 2 Beinen stehen können, aber nur mit 2 Beinen gehen können nur Menschen, oder was? 2? Knapp daneben ist auch. Ach, leck mich doch am Arsch! Okay. 5 und wie lang? 9. Und jetzt? Ich will jetzt einfach nur wissen, weil es muss eins von denen sein. 6 oder 8. Wie kann alle auf 6 stehen? Alle auf 6. Nee, nicht alle auf 6 gehen. Auf 6 was? Auf 6 Beinen? Auf 6. Ich versteh's halt nicht. Ich versteh's halt überhaupt nicht. Darauf stehen, aber nicht darauf gehen. Aber dann müsste ja 4 fast noch sinnvoller sein. Ich sage jetzt einfach mal 8. Scheiß drauf. 8? Knapp daneben. Ah, leck mich, ist es doch 6. 5. Und wie? 9. Und jetzt? Und? 6. Wow. Ich bin begeistert. Nur schade, dass ich Ihre Gesellschaft dann vermutlich nicht mehr allzu lange genießen darf. Dafür können Sie sich meines ewigen Dankes sicher sein. Wie kann man denn auf 6 gehen oder auf 6 stehen? Hä? Da ist ein großes Loch drin. Ich verstehe nicht. 2 urgemütliche Pritschen. Zumindest scheinen es die ganzen Maden, Asseln und Käfer urgemütlich zu finden. Masse. Nee, Asseln haben aber 8 Beine. Weil Asseln sind Spinnentiere. Also das ergibt auch keinen Sinn. Hä? Was soll denn das? Ich verstehe es einfach nicht. Leider fehlt mir der nette Soldat vom Bahn. Ich verstehe es nicht. Ich schaue jetzt ganz kurz nach, was es mit dem Rätsel auf sich hat im Internet. Weil das ist. Ich habe das Rätsel ja schon. Also ich habe das Rätsel nicht wirklich gelöst, aber ich will jetzt einfach wissen, was die Lösung ist. Oder steht das noch im Tagebuch aktuell? Zahlenspiele. Vielleicht steht da irgendwas, was Sinn macht. Ihr Zellennachbar will von Nina wissen, an welche dreistellige Zahl er denkt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Um sie zu erraten, Nina in der Zelle umschauen. Es ist die Ziffer, die sie nicht finden wird, egal wie lange sie sich auch umschaut. Stimmt nicht ganz, weil auf dem Fußball sind 5 Ecke. Aber okay. Die zweite Ziffer soll angeblich einfach sein. Sie halten Nina gefangen. In Frage kommen nur ungerade Ziffern, die größer als 1 sind. Und schließlich ist die letzte Ziffer, welche definitiv gerade ist und ebenfalls in ihrer Zelle zu finden ist. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Da war 6 die Lösung. Aber wo ist 6 in der Zelle zu finden? Weil der Tisch hat nur, der Stuhl hat nur 4 Beine. Und er ist ebenfalls in ihrer Zelle zu finden. Die erste Zahl ist 5, also es ist 590. Warum ist es gerade 596? Und nicht 5. 5, 9. Ich habe überhaupt null Ahnung. Ich schaue jetzt im Internet kurz nach, was da die Lösung ist.
Okay, ich habe jetzt in der Komplettlösung nachgeschaut. Manche gehen, also in ein paar sogar, ein paar geben nur die Zahl an. Und es gibt nur eine einzige Lösung, die ich wirklich gefunden habe jetzt. Und ich habe jetzt über fünf Minuten gesucht. Also ich habe ein paar Lösungen durchgeschaut danach. Und offenbar ist es so gedacht, es gibt vier Stuhlbeine und Nina hat zwei Beine. Nina und der Stuhl können darauf stehen, auf ihren Beinen, je respektive. Aber nur Nina kann darauf gehen, der Stuhl nicht. Also ganz ehrlich, wer auch immer dieses Ding, dieses Rätsel ausgedacht hat, ist irgendwie komplett im Schädel behindert. Also ganz ehrlich, darauf kommt man doch nicht. Ich dachte schon, man muss irgendwie, also wenn man hier, weil sie sagt, Maden und Asseln, weil Maden haben keine Beine, Asseln 8 und Ding 6, dass man vielleicht irgendwie die zusammenzählen müsste und dann wären es 14 oder irgendwas in die Richtung. Das wäre noch clever gewesen. Aber ganz ehrlich, das ist irgendwie vollkommen kernbehindert. Naja, egal. So, endlich raus hier. Hey! Ruhe! Ich? Gut. So, Spiel. Hallo? Sind Sie da? Ja, Sie haben Glück, dass Sie mich noch erwischen. Ich wollte gerade einkaufen gehen. Ja, spiel bitte endlich auf deiner Mundharmonika. Wir haben dein beschissenes Rätsel gelöst. Könnten Sie mir eventuell einen Gefallen tun und nochmal ein bisschen Mundharmonika spielen? Ja, sicher doch. Man hat hier so selten Publikum. Okay, und damit endlich. Ruhe da hinten! Das Gejaule hält ja kein Mensch aus! Wenn du von Kunst null Ahnung hast. Wird einfach Polizist im Knast. Ich hab den Stein. Jetzt muss ich hier nur wieder raus. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sagen dir einfach, dass wieder alles cool ist. Was ist los? Ich bin wieder nüchtern. Was? Kann nicht sein. Sie hatten doch eben noch 3,7 Promille. Da muss wohl bei der Blutprobe was schiefgelaufen sein. Entweder stimmte die Messung nicht oder die Probe wurde manipuliert. Manipuliert? Von wem? Keine Ahnung, ich verlange auf jeden Fall eine B-Probe. Und sollte selbst die positiv sein, wird mein Anwalt Sie auf Verfahrensfehler verklagen. Verfahrensfehler? Ja, außer Ihnen kann niemand bestätigen, ob die Blutabnahme unter korrekten Bedingungen abgelaufen ist oder nicht. Es war ja noch nicht mal ein Arzt anwesend und Sie hätten mir gar kein Blut abnehmen dürfen. Was? Also entweder Sie lassen mich hier ganz schnell raus oder ich überziehe Sie mit so vielen Klagen, dass Sie Ihren Laden hier dicht machen können. Dicht machen? Das ist eine Polizeistation. Nicht mehr lange. Seitdem die Leute Radrennen und Leichtathletik sehen, hält sich hier jeder für einen Experten in Sachen Blutproben. Kommen Sie raus und lassen Sie sich hier ja nicht wieder blicken. Ach ja, und vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Na, das ist gut. Sehr schön. Und wir haben wieder unsere Sachen, inklusive dem vorletzten Stein. Weil jetzt haben wir noch eines bei der Metrostation. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier tun müssen. Ins Gefängnis können wir also nicht mehr. Wir können noch in den Park, zur Brücke und ich gehe nochmal ganz kurz in den Park. Aber ich glaube, hier wird jetzt nicht mehr wirklich was sein. Außer können wir den kaputten Ball mit Wasser füllen, weil das ist das Einzige, was wir aus der Zelle mitgenommen haben. Dieser kaputte Fußball ist ein perfekter Wasserbehälter. Genau, und jetzt können wir mit dem Wasserbehälter zur Metrostation. Ja, du bist immer noch hier, sagen wir mal, glücklich über deine Sache, oder? Dass dein Auto einigermaßen wieder cool ausschaut. Und? Ist das Wunder der unbefleckten Lackierung schon eingetreten? Leider noch nicht. Und ich warte ja schon eine halbe Ewigkeit. Tja, Wunder geschehen nun mal nicht am Fließband. Ja, leider. Irgendwie deprimierend. Noch ein paar Stunden in Gesellschaft dieses Strahlemannes und ich erhänge mich am nächsten Laternenmast. Gut verständlich. Hier ist direkt ein Laternenmast, auch wenn der jetzt nicht so wirklich gut zum Erhängen taugt. Naja, wie dem auch sei. Da ist kein Wasser drin. Ja, aber gleich schon. Alter, what the fuck? Ich dachte, du füllst den Ball mit Wasser und nicht die Hülle des Balls mit Wasser. Na okay, wie du willst. Nina, you do you. Mit dieser Methode den ganzen Brunnen füllen? Na, das kann ja heiter werden. Da muss ich bestimmt noch ein paar Mal laufen. Tja, nicht mein Problem. Genau. Etwas später.
So, das sollte reichen. Und jetzt können wir hier oben endlich einschalten. Kaugummiautomat haben wir, das haben wir, das haben wir. Und damit... Wir haben übrigens immer noch den Löffel. Ich schalte den Brunnen mal an. Der Wasserstrahl geht nicht bis zur Decke. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Okay, wir müssen irgendwie den bis zur Decke kriegen. Wir haben noch deine Schnapsflasche. Nee, das Zeug ist widerlich und ich habe eh schon eine dermaßen üble Fahne, dass jeder mit einer halbwegs empfindlichen Nase sofort ins Koma fallen müsste. Okay, aber wie zur Hölle können wir das jetzt hier machen? Mit der Tröte vielleicht? Eine leere Futterbox. Wie können wir denn jetzt hier... Wir müssen das doch garantiert auch mit einem Schnuller verstopfen. Mit einem Schnuller können wir ein Loch verstopfen. So, eine der Öffnungen wurde erfolgreich verstopft. Reicht eine Öffnung? Ich sollte erst noch mehr Öffnungen verstopfen, in der Hoffnung, dass der verbleibende Wasserstrahl dann genug Druck hat und bis zur Decke reicht. Okay, aber die Idee war zumindest schon mal richtig. Was verstopft noch? Der Tennisball? Nee. Die Kerze mit Wachs? Ah ja, mit Wachs, klar. Weil Wachs ist ja wasserfest, glaube ich. Ja, klar. Ich werde mal versuchen, mit der Kerze eine der Öffnungen zu verstopfen, aus denen normalerweise das Wasser kommt. Weil Wachs ist ja wasserfest. Hat funktioniert. Ich konnte sogar gleich zwei der Öffnungen verstopfen. Logischerweise, weil immerhin macht man ja sein Auto auch mit Wachs. Und den Regenschirm? Nee, wäre nur intelligent gewesen. Mit dem Schild? Nee. Mein Französisch ist etwas ein... Und darunter das über... Doch, der Erb... Achso, ja, genau, das war ja nur das. Die Getränkedose wird es nicht viel bringen. Oh, der Pflock... Nee, schade. Die Tröte wird nichts bringen. Vielleicht mit dem Löffel? Aber mit der 5-Cent-Münze? Auch nicht. Mit dem Ball? Nee. Jetzt aber. Ah, das reicht schon. Man muss nur die beiden machen. Ich schalte den Brunnen mal an. Na, wir haben jetzt 3 Löcher verstopft. Und nur noch eins ist übrig. Und das macht natürlich genau den... Juhu, es funktioniert. Der Wasserstrahl hat die bereits brüchige Farbe von der Decke gespült. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Und natürlich hat das genau den richtigen Winkel getroffen, um den Stein freizulegen. Sehr nice. Das müsste der gesuchte Stein sein. Jetzt, da die Farbe abgewaschen ist, kann man ihn aufgrund der blauen Färbung leicht von den anderen unterscheiden. Also? Da komme ich nicht ran. Ja, was heißt, du kommst da nicht ran? Dann komm da ran. Mit dem Pflock? Ah ja. Der Pflock ist zu dick. Damit komme ich nicht in die Fugen. Aber wir haben es schon mit dem Regenschirm... Habe ich zumindest schon mal versucht. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich schon einen mit dem Regenschirm rausgeholt haben. Aber das ist zumindest sinnvoll. Weil der eine scharfe Spitze hat. Ja, so sollte ich da rankommen. Ich muss nur aufpassen, dass mir der Stein nicht auf den Kopf fällt. Ich könnte jetzt in einen frauenfeindlichen Witz machen mit scharf und spitz, aber ich lasse es mal. Puh, das war knapp. Der ist da aber richtig heftig weggekugelt. Wie schwer ist denn so ein Stein? Das sah halt irgendwie so aus, als würde der 2 Tonnen wiegen oder was? Einer der Steine aus dem Mosaik. Darauf ist ein stilisiertes weißes Pferd abgebildet. Genau, und ein schwarzer König. Einer der Steine aus dem Mosaik mit einem stilisierten schwarzen König drauf. Genau, und jetzt sollten wir dadurch alle Dinge haben. Wir haben den blauen Stein, hier ist keiner und hier haben wir auch den. Also von daher, zurück zum Friedhof. Ah, wobei, ich wollte noch mal ganz kurz schauen. Ich weiß nämlich nicht, ob vielleicht Kanski noch da ist. Oder wie auch immer er sich jetzt mit Verdeckung nennt. Müffelt etwas, aber... So, wir haben alles erledigt. Hallo. Fallen Ihnen außer dem Wetter noch andere Belanglosigkeiten ein, die man austauschen könnte? Im Moment leider nicht. Na gut, dann erstmal bis später. Du kommst... Müffelt etwas. Ja, und er kommt mir so bekannt vor. Ja, Nina, es ist... Kanski. Okay. Genug der Ragerei.
Dann würde ich sagen, lösen wir das Rätsel. Endlich. So, da. Okay, jetzt setzen wir erstmal alle ein und dann... Die Steine sind jetzt alle eingesetzt, aber vermutlich hängt es auch noch davon ab, wo ich welchen Stein platziere. Jo, tu das. Wie können wir die jetzt eigentlich... Okay, wir können die einfach nacheinander tauschen. Wäre jetzt geil, wenn ich irrtümlich auf einmal die richtige Reihenfolge bekommen hätte. Okay. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die... Okay, mach mal eins nach dem anderen. Ich habe das jetzt eh schon alles aufgeschrieben. Der König in der Provence, nördlich davon der Bauernaufstand in Navarra, die Verstärkung östlich davon... Nee, östlich vom... Moment, östlich davon oder östlich vom König? Scheint, es stand nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher... Nee, dann ist... Östlich, die Befestigung ist östlich von Navarra. Müsste ja so sein. Warum hier, aber das hier ist so schön. 4, 4, 4 und das hier sind aber 5. Das macht die mich irgendwie fertig. Keine Ahnung. Egal, wie dem auch sei. Hier steht, stand nicht zufällig irgendwo, nein, stand nicht zufällig irgendwo... hier in der Geschichtsstunde, dass irgendwelche Zweiten Weltkrieg, dass irgendwelche bestimmten Pläne, nee, dass eventuell irgendwelche Provinzen damals noch nicht existiert haben. Also der gute König ist jetzt, denke ich mal, einfach der weiße König. Es gibt Bauern, Verstärkung wird der Springer sein, Befestigung der Turm und der Gegner wird der schwarze König sein. Also, ich hau das jetzt hier einfach mal alles hier oben rein. Ich sollte mir eigentlich sinnvollerweise... Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs... Ich sollte mir hiervon ein Foto machen, damit ich nicht die ganze Zeit hin und her springen muss, weil das vielleicht sonst für euch so ein bisschen nervig ist. Das Problem ist... Also doch, so kann ich alles sehen. Okay, I got it. So, jetzt muss das nur noch irgendwie funktionieren mit meinem Brain. Und das könnte jetzt das schwierigste Part von ihm werden. Gut, der König in der Provence ist rechts unten. Dann nördlich davon ist ein Bauernaufstand. In Navarre, das ist ganz links unten, ist die Verstärkung. Das ist der Springer. Dann östlich davon ist eine Befestigung. Was? Ah ja, Britannien war links oben. Stimmt. Was? Eine Brücke, die aus der Decke fährt? So ein Mechanismus in einer 350 Jahre alten Kapelle? Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, es muss von unschätzbarem Wert sein. Ich kann nur hoffen und beten, dass es sich um das geheime Archiv von Kardinal Coubertin handelt. Der gegnerische König war schon richtig. Wow, was für ein Anblick. Wow. Latein. Für ein ganzes Archiv wird mein Schullatein kaum reichen. Ich bin ja auch noch da. Wie haben Sie das geschafft? Eine lange Geschichte. Kurz gefasst, ich war richtig gut. Ja, stimmt. Ja, scheint so. Aber ich war auch nicht untätig. Ich habe ein paar Informationen erhalten, mit denen wir die gesuchten Dokumente hoffentlich relativ schnell finden. Ein paar Minuten später. Es geht aber schnell. Unglaublich, wie gut diese Aufzeichnungen erhalten sind. Hier haben wir schon etwas. Und die Dokumente von Puritas Cordis, die Bruder Bernard im 17. Jahrhundert an den Kardinal geschickt hat, sind auch dabei.
ich will mal kurz zusammenfassen, was ich bislang herausfinden konnte. Anscheinend kehrte Zandona völlig verändert von einer seiner Pilgerreisen aus dem gelobten Land zurück. Auf dieser Reise hatte er wohl eine Vision und war fortan wie besessen von der Idee, einen Gottesstaat zu gründen. Wie bescheiden. Ja, aber wie wir wissen, extrem überzeugend. In kleinen Dörfern trat er als Bußprediger auf, der die Sündigen vor Gottes Gericht warnte und düstere Prophezeiungen ausstieß. Die er dann ja auch notfalls selbst in die Tat umsetzte. Ein Terrorregime auf Basis der Angst vor der Apokalypse. Ja, und mit bemerkenswertem Erfolg. Seine Anhängerschaft wuchs beinahe stündlich. Besonders in den ländlicheren Gebieten kamen die Menschen in Scharen, um sich ihm anzuschließen. Hier sind auch nochmal die Vorboten der Apokalypse aufgelistet. Zuerst Pestilenz und Krankheit, als nächstes die Bestrafung der Habgierigen, dann Krieg, Erdbeben, Feuer, gefolgt von einer Sintflut. Soweit wissen wir das ja alles schon. Was soll als nächstes passieren? Die Vorboten sollen die Könige der Welt dazu bringen, sich im neuen Babel zu versammeln und Rat zu halten. Dort will Puritas Cordis sie dann auf einen Schlag vernichten, damit die Sekte, die sich für die Elite der Menschheit hält, eine neue Weltordnung erschaffen kann. Neues Babel? Was soll das? New York! Das passt auf New York! Puritas Cordis will die UN-Vollversammlung auslöschen. Wir müssen meinen Vater anrufen. Er wird untergehen. So wie all die anderen Unwürdigen mit ihm. Gottes Wille ist mit uns. Niemand kann uns aufhalten. Und ihr beiden schon gar nicht. Los, mitkommen! Laufen Sie! Schnell! Ah, Frau Kalenko. So sieht man sich wieder. Sie erinnern sich vielleicht an mich, der charmante Barkeeper auf der Calypso. Aber genug der Höflichkeiten. Hier finden Ihre Bemühungen, uns aufzuhalten, ein bedauerliches Ende. Nein! Und wieder ein Ärgernis weniger. Können wir jetzt aufbrechen? Oder wollen Sie Ihrem Kollegen folgen? Nein? In Ordnung, dann lassen Sie uns gehen. Wir werden einen kleinen Ausflug aufs Land machen. Jetzt schmur ich schon seit Stunden in dieser Zelle und warte darauf, dass dieser Pat Shelton endlich wiederkommt. Wenn ich nur wüsste, was er eigentlich von mir will und was Nina mit der Sache zu tun hat. Es muss ja irgendwie mit den Vorfällen in Indonesien zusammenhängen. Okay, überlegen wir mal. Die haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht und ich war Zeuge. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, kommen wir zu der Feststellung, dass sie solche Zeugen vermutlich nicht sonderlich mögen. Fazit? Hier werde ich wohl keinen Spaß haben. Ich sollte mich also schleunigst vom Acker machen. Bleibt nur die Frage, wie. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas organisieren, um hier abhauen zu können. Ja, das ist dann natürlich mal wieder meine Drecksarbeit. Logischerweise, aber offenbar, also wenn nicht alles, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt gerade einen Titelcharakter, der in diesem Spiel eingeführt wurde, wieder verloren. Nämlich David Korrell. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich meine, er hat nicht viel mehr gemacht, außer rumzustehen und ständig auf irgendwelche lateinischen Schriften zu starren, wie so ein Halbidiot. Aber immerhin hat er uns geholfen. Also von daher, naja, schade. Ja, aber ich würde sagen, wie wir hier aus der Gefangenschaft der Puritas Cordis entkommen, das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Geheimakte 2 Puritas Cordis. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute!